Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, weiter geht's. Wir haben den Auftrag erhalten, die Kreatur im Systeck-Turm einzusperren. Ich will da nicht hin. Und ja, ich schaue mich nochmal um, ob es hier noch ein paar Sachen gibt, die man so mitnehmen kann zum Basteln. Und wir haben jetzt den Flammenwerfer erhalten. Ich will ihn jetzt noch nicht abfeuern, weil ich kann mir vorstellen, dass man dafür nicht gerade Munition im Übermaß finden wird. Hier ist noch ein Tonbandgerät. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ja, okay. Anscheinend sollen wir die Kreatur einfangen, weil Waits sich davon was erhofft. Dann gucken wir mal, was hier noch drauf ist. Privat beschlagnahmt. Okay. Achso, das sind die beschlagnahmten Sachen von Marlow. Datei kann ich zugegriffen. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Okay, ja, medizinischen Trakt waren wir schon. Da haben wir, ich glaube, das war die, dann war das wohl die Dame aus aus Marlows Team, die da eben, ja, getötet wurde vom Facehugger. Ethanol haben wir voll. Was ist denn hier noch? So, privat. Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schäden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum Skymet-Turm. Oder Skymet. Nee, Skymet. Sci? Wahrscheinlich heißt es Science Medical oder so. Zum Skymet-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Haftnotizen. Ah, Marlow Henry. Okay. Lassen Sie mich einfach alleine, okay? Warte, haben wir nicht. Nein? Hey. Ich will auch wissen, ob es da was beim Zubehör gab. Nein. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf in den Systeck-Turm. Auch wenn ich da gar keine Lust drauf habe. Okay. Ach. Sieh mal an. Ethanol haben wir schon. Und Impfpistolen sind auch voll. Ah, da fällt mir ein, wir könnten nochmal ein Medikit basteln. Kann man die dann ja wieder mitnehmen? Nee, doch nicht. Kann man noch ein Medikit basteln? Ach ja. Nein. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder zwei Medikits und müssten jetzt auch wieder die Impfpistole mitnehmen können. Sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben.
Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob der Waits, also nach der Tonbandaufnahme, ob der Waits das Ding überhaupt töten will. Jetzt gehen wir davon aus, dass das hier richtig ist. Also hoffe ich das, dass wir jetzt hier lang müssen. Ja, sieht gut aus. Vielleicht speichere ich aber vorher nochmal ab. Nicht, dass ich dann sterbe und die ganzen Erkundungssachen dann nochmal machen muss. Aber wahrscheinlich wird jetzt hier eh gespeichert bei der Überfahrt. Ja, so mit dem Flammenwerfer soll das Ding ganz gut zu vertreiben sein, das Alien. Und man sollte aber trotzdem darauf achten, mit der Munition zu haushalten. Denke ich mal. Von den anderen Waffen haben wir jetzt auch nicht gerade den Übervorrat an Munition. Okay. Haltestelle für Sixon Communication Technologies. So, Sixon, SkyMed. Technischer Supportdienst und Gemini Systems. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Okay. Zum Server-Hub. Gucken. Ah, okay. Also wahrscheinlich da hinten durch die Lobby. Was bewegt sich hier? Wow. Okay. Ist das da Freund oder Feind? Wahrscheinlich Feind. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Oh, das bildest du hier, glaube ich, nicht nur ein, mein Freund. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Sixon ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen.
Ja. Aber das hatten wir ja schon gehört, dieses Audiolog. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier korrekt ist. Nee, anscheinend nicht. Ich werde wieder zurückgeschickt. Okay. Dann war das nicht ganz korrekt. Aber hier hat man dann auf jeden Fall noch, und das habe ich mir schon das ganze Spiel über gefragt, auf jeden Fall noch ein paar Backtracking-Möglichkeiten, so wie es aussieht. Da man gewisse Geräte erst später findet, um halt irgendwelche Türen zu öffnen oder so. So, ich gehe mal hier hoch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das hier alles richtig ist. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Das ist ein sehr interessantes Vorhaben. Ui. Da poltert es wieder. Ah, okay, hier sind wir richtig. Das ist gut. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Okay. Speichern erst nochmal, da ich nicht weiß, was jetzt passiert. Weil, wenn es heißt, nutzen Sie das Terminal, dann kann das auch nicht alles sein, dann kann das auch nicht so einfach sein. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es das mal wäre, aber wir werden jetzt sehen. So, sinnlose Anfrage. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in des Sieksen-Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage kommt, wird sie sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzuflicken. Okay. Hardware-Probleme. Serviceanfrage, Referenz SR6684. Kategorie Hardware-Probleme. Titel, keine Nachricht empfangen. Details, ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Okay. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Okay. Alles klar. Oh. Hier hat wohl jemand geschlafen. Und hier sind auch Leute gestorben. So. Nee, nee. Die haben, glaube ich, keinen Bestand mehr, die Sicherheitsvorschriften. Oh Gott. Diese Geräusche.
Vor allem habe ich seit kurzem einen neue Kopfhörer. So richtig schöne Kopfhörer von Beyerdynamic. Außerdem ist der Sound nochmal viel eindrucksvoller. Okay, Text Support. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Wie tue ich das denn? Machen wir. Wartungszugang verschlossen. Warum habe ich irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es darauf hinausläuft, dass man sich selbst hier einsperrt? Und man dann alleine gelassen werden soll von den anderen? Das wäre so typisch Alien. Sicherheitsgitter. An die Gruppe im Lager. Wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen, aber mit der freiwilligen Wache und den bestehenden Sicherheitssystemen des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Das Lager. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich in einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Okay. Gut. Okay, da ist die nächste Abriegelung da hinten. Ich hoffe, wir kommen gleich nochmal einen Speicherpunkt oder so. Oh. Okay. Eine EMP-Mine könnte man sich nochmal basteln. Vielleicht trifft man nochmal auf feindliche Androiden. So, die Karte nehmen wir mit. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Regeln Sie den Korridor der Serverrezeption ab. Der Server-Hub-Rezeption ab. Oh, blöd. Verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun. Erst hat es Duck zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten. Es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen, aber um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie dies lesen, bewaffnen Sie sich. Plündern. Eric, hören Sie mich? Eric? Der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen. Hören Sie mich? Eric, Lincoln hier, hören Sie mich? Ich hab's zum Tech-Support geschafft. Ich habe ja ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen. Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drin Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen, aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist, ich weiß nicht, es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will zurück in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Okay? Alles klar. Gut. Oh.
Oh. Komm nicht hier hoch. Es kommt hier hoch. Okay. Leider gerade so ein bisschen verfolgt. Aber der Flammenwerfer bringt ein bisschen was. Komm, geh mal weg. Puh. Okay, Ordnercode. Der Code lautet 7789. Okay. Okay. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlocks, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nicht weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Okay. Ja gut, ich sehe, ich bin schon ein bisschen mit der Zeit drüber. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter bei Alien Isolation. Bis dahin, tschüss!